Vermännlichung durch Wettbewerbsdenken, das ist ein biologisch und damit auch soziobiologisch anfassbarer Prozess. Und er funktioniert, wie gesagt, nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Ich verlinke dir unten mal eine sehr interessante Studie, die genau das belegt. Nämlich, dass Wettbewerb und Macht, also das Gewinnen, die Testosteronwerte bei Frauen nach oben treibt. Und zwar proportional mehr als bei Männern. Das heißt, ein gesunder Mann, der hat ja bereits gesunde Testosteronwerte, er könnte das Niveau nur noch marginal steigern bzw. aufrechterhalten. Aber eine Frau, bei der, wenn sie gesund ist, nun mal Östrogen dominiert und die man permanent mit Konkurrenzdenken sozialisiert bzw. konfrontiert, bei der kann es zu Testosteronüberschuss kommen. Und Hormone, die bestimmen nun mal nicht nur physische Aspekte, sondern auch mentale und soziobiologische. Was die Folgen sind, habe ich angedeutet. Nämlich das, was bei Beobachtern und inzwischen auch immer mehr Wissenschaftlern als Vermännlichung erkannt wird. Du kannst dir die Studie ja selbst durcharbeiten, wenn du magst. Ich lese hier nochmal ganz kurz ein bisschen rein. Es wird allgemein angenommen, dass Testosteron zu Männlichkeit beiträgt, obwohl es auch auf Verhaltensweisen wie Konkurrenz reagiert. Ah ja, da siehst du schon, diese Untersuchungen hier, die sind auch ein bisschen voreingenommen immer. Denn hier versucht man sich immer Männlichkeit und Weiblichkeit als vermeintliche Sozialisierung zu konstruieren. Das ist aber ein gutes Stück weit absurd, denn Vererbung ist deutlich mächtiger als Sozialisierung. Also hier müsste stehen, es wird angenommen, dass Testosteron zu Männlichkeit beiträgt, da es auch auf Verhaltensweisen wie Konkurrenz reagiert. Wettbewerb ist für die Evolution von entscheidender Bedeutung und kann den Testosteronspiegel erhöhen. Ah, alle Achtung, was für eine Erkenntnis. Wird aber durch Geschlechtsnormen auch gezielt für Frauen unterbunden und für Männer gefördert. Ich wünschte, es wäre so, das Gegenteil ist der Fall, ne? Wir sehen ja alle, dass diese Konkurrenz bei Frauen massiv gefördert wird und eher bei Männern unterbunden. Die Studie hier ist von 2015, also durchaus noch aktuell. Du kannst dir gerne die ganze Studie durcharbeiten, denn ich finde, sie ist durchaus interessant, denn sie unterstützt meine Schlussfolgerung. Hier noch kurz bei den Ergebnissen. Die Teilnehmer waren in der Lage, auf geschlechterstereotypische Weise aufzutreten. Ja, das ist auch ganz logisch, das tun sie nämlich eigentlich immer, egal welche Studie du in Auftrag gibst. Und man muss natürlich auch sagen, dass es eine Wahl ist, ob sich Männlein oder Weiblein in Konkurrenzsituationen begibt. Und Frauen tun das von Natur aus deutlich weniger als Männer. Wir haben uns das ja schon mal bei der Berufswahl angeguckt, das Ganze. Da wählen 95% der Frauen also nach wie vor eher Berufe und Metiers, in denen Wettbewerbsdenken in ihrer Rolle nicht so gefragt ist. Okay, warum haben Männer einen höheren Testosteronspiegel als Frauen? Offensichtlich spielt die Erblichkeit, die Natur bei diesem Unterschied eine große Rolle. No shit, Sherlock Holmes. Unsere Forschung weist auf einen weiteren Grund für die Unterschiede im Testosteronspiegel hin, die wenig erforschte Rolle der Erziehung des sozialen Kontexts. Aber hier kommt schon wieder der Sozialisierungshammer, man glaubt, man könne alles nach Gutdünken sozialisieren. Und hier wird es nochmal richtig interessant jetzt, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Wir fanden heraus, dass die Ausübung von Macht den Testosteronspiegel bei Frauen erhöhte, nicht jedoch bei Männern. Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Warum soll es auch den Testospiegel bei Männern erhöhen, wenn dieser eh schon relativ gesund ist? Nur eben bei Frauen passiert das hier. Bei denen wird eben der Testosteronhaushalt genau dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht. Naja, um es jetzt hier zum Abschluss zu bringen, ich für meinen Teil. Ich date Frauen mit weiblichen Charakteristika und auch mit Eigenschaften, die meine männlichen Eigenschaften komplementieren, also ergänzen.